So, und wir haben uns jetzt hier schnell mal den Uwe beiseite geholt. Hallo Uwe, freut mich, dich hier zu sehen, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать в Pax Terra Musica. Was hast du jetzt gesagt? Herzlich willkommen auf dem Pax Terra Musica und hallo, liebe Freunde. Sehr schön, ne? Jetzt hat es auch jeder verstanden. So. Was steht denn da? Was ist denn das? Ja, eigentlich für jeden gut zu lesen. Man muss eben nur ein bisschen Russisch verstehen. Da steht Rebiata Davaiche Zhich Druzhno. Kurze Geschichte dazu. Das ist ein ganz bekannter russischer Trickfilm aus der Sowjetzeit noch, wie Wolf und Hase. Und das ist der Kater Leopold, Kurt Leopold. Und das sind zwei Mäuse, die streiten sich immer. Ein Kindertrickfilm. Und zu jeder Serie, wenn die zu Ende ist, sagt der Kater Leopold zu den sich streitenden Mäusen: Rebiata, davaiche, zhich druzhno. Kinder, lebt friedlich miteinander, seid nett zueinander. Und das ist die Aussage dieses Shirts. Und das soll ja auch Pax Terra sein: seid friedlich zueinander. Man kann sich mal streiten, aber vertragt euch danach. Und solche furchtbaren Propagandamaßnahmen erfahren die Kinder in Russland und in der Sowjetunion. Also man sieht schon von Anfang an diese Aggressivität Russlands. Wie ist es bei dir? Du hast ja immer Truschpark gemacht. Machst du das dieses Jahr wieder oder fällt es aus? Die politische Situation ist natürlich komplizierter als zu den ersten 2016-17 Fahrten, Druzhba-Friedensfahrten. Wir sind ja 18 gefahren, 19 auch noch gefahren auf die Krim. Aber dann kam ja die große Zeit mit dem großen C. Und dann ist 2 Jahre nichts gewesen und jetzt haben wir doch gesagt, wir haben schon die ganze Zeit jedes Jahr daran gearbeitet, eine Tour zu machen, aber es ging irgendwie nicht wegen dieser C-Krise. Und jetzt haben wir gesagt, es soll aufgrund der politischen Situation, dieses Konfliktes Ukraine-Russland, es muss, egal wie schlimm eine Situation ist, muss doch immer jemand sagen, wir wollen wieder Freundschaft, Frieden. Es muss ja auch nach einem Konflikt weitergehen. Also wir können jetzt nicht dauerhaft uns bekriegen, dauerhaft streiten bis in die Ewigkeit. Irgendwann muss es zu einem Frieden kommen. Irgendwann muss es wieder zu einem normalen, hoffentlich normalen Verhältnis kommen. Irgendwann muss man aufhören, sich Böses zu tun. Und da wollen wir die Brücken, die ja politisch abgerissen wurden, komplett vom Westen gegenüber Russland, wollen wir als Bürger, als Menschen hinfahren, den Russen die Hand reichen und sagen, was immer die Politik tut, wir wollen Freunde sein, wir respektieren alle Menschen auf der Welt, wir mögen die Leute und lasst uns aufeinander zugehen und schon daran denken, was kommt nach dieser ganzen Geschichte, dann wollen wir wieder anständig miteinander umgehen. Das ist die Aussage dieser Fahrt, Druzhba-Fahrt. Ne? Ja, ja. Und meinst du, das könnte, wenn ihr das dieses Jahr macht, könnte das schwierig werden, gerade durch die politische Lage? Einfacher wird es nicht. Es ist, denke ich, so ein bisschen die, doch kann man sagen, im Vorfeld die riskanteste Tour. Kann auch sein, dass wir ohne irgendwas durch Europa fahren, baltische Staaten, Polen, und fahren über die Grenze und denken, es war ja noch schneller und besser als je zuvor, weil ja weniger nach Russland reisen. Früher waren die Grenzen voller, heute fahren einfach weniger Menschen nach Russland. Vielleicht kommen wir auch ganz schnell durch, besser als bei allen Druzhba-Fahrten, und sagen, huch, das war ja toll, hätte ich nicht gedacht, gar nichts passiert. Man weiß es nicht. Wir wissen nicht, was uns gerade eben an den Westgrenzen zu Russland, wie uns dort Grenzbeamte behandeln, ob die uns filzen, komplett die Autos auseinandernehmen, unsere schönen Druzhba-Geschenke. Wir haben wie immer irgendwas dabei für die Leute, nette Symbole, Friedensfreundschaftssymbole, ob man die uns entreißt an der Grenze. Es wird spannend, es ist ein bisschen Adrenalin. Wenn wir über die Grenze sind, sind wir erstmal froh und dann heißt es aber auch wieder zurück. Rückfahrt, nachdem wir in Russland hier und da, denke ich, mediale Aufmerksamkeit erleben werden, das wissen wir, in Russland wurden wir immer sehr herzlich willkommen geheißen von den Medien und viel über uns berichtet, wie dann wiederum, wenn wir in 3 Wochen wiederkommen, nach 3 Wochen Russland, Anfang September, wie wir dann im Westen empfangen werden, das steht in den Sternen, da bin ich auch selbst neugierig. Das verstehe ich, bei der Situationslage mit Ukraine und Russland, kann ich mir schon vorstellen, dass da auch ein bisschen Adrenalin ist und Aufregung, weil man weiß nicht, was passiert. Bis jetzt klappt alles. Wir fahren am 13. los, 13. August, kommen dann am 4. wieder zurück, 4. September, machen 2 Touren. Ich fahre nach Kasan mit meiner Frau, die kommt ja aus Kasan, müssen dort wichtige familiäre Dinge auch erledigen nach langer Zeit. Und die andere Truppe fährt eben über Woronesch, Wolgograd, das ist ein ganz wichtiges Symbol, Stalingrad, deutscher Soldatenfriedhof, das Mamajew-Hügel. Wichtig in dieser Zeit daran zu erinnern, dass wir diesen Konflikt nicht ins Unendliche eskalieren lassen. Um Gottes Willen, Deutsche, bitte, reicht schon mit den Waffen, schlimm genug.
keinen Konflikt mit Deutschland, Europa, der Welt bitte nicht erinnern, dort auf diesen riesigen Mahnmal, dem größten in Russland, dass wir Frieden brauchen. Also genug sind gestorben in der Geschichte, genug Russen, genug Deutsche und egal Menschen aus ganz Europa. Das muss aufhören. Das ist das Symbol, ja, ist Stalingrad, Wolgograd aus dem Zweiten Weltkrieg. Dann geht's nach Samara, dann nach Nizhny Novgorod. Dann treffen wir uns alle wieder und dann nach Pskow. Pskow ist auch witzig, da schließt sich der Kreis, denn manch einer war 2016 dabei. Unsere erste große Station in Russland war 2016 bei der ersten Fahrt Pskow, kurz hinter der Grenze. Und dort schließen wir die Fahrt ab in Russland. Pskow, der Arthur, der empfängt uns, der hat uns damals schon begrüßt, 2016. Diesmal organisiert er wieder was Schönes für uns, anderthalb Tage im Pskow. Also so irgendwo schön, nach all den Jahren wieder jemanden dort vor Ort zu haben, der schon 2016 da war. Diese Bande mit Russen, die wir kennengelernt haben in all den Fahrten, die bleiben. Also Ernest Hollerer hat mal einen wichtigen Satz gesagt nach Natur 2018, Wladiwostok, Moskau, in einem Film von Eingeschenkt TV, Max. Da hat er gesagt, wenn ein Russe ist am Anfang ein bisschen distanziert gegenüber Fremden. Aber wenn er dich in dein Herz geschlossen hast, hast du ewig einen Freund. Und das muss ich sagen, siehe Arthur, bestätigt sich über all die Jahre. Uns besuchen Leute aus der Krim, wenn wir in Kasan sind, die wir kennengelernt haben auf der Krim, die kommen extra nach Kasan. Das sind dann Bande, das sind Freundschaften. Das ist dann auch echt. Ja, und das ist nicht nur mal so, hallo, Smalltalk und yes, yes, nice to meet you. Das ist dann echt und das schätze ich auch an den Russen. Da fahren wir hin. Und bevor ich es jetzt vergesse, muss ich noch was Wichtiges sagen. Viele können nicht mitfahren. Alles kostet Geld. Gerade in diesen Zeiten. Jeder weiß nicht, was haben wir noch und was kostet und alles ist teuer. So eine Fahrt kostet Geld und wir bringen ja auch schöne Gastgeschenke. Wir kaufen tolle Gestecke für die Mahnmalgeschichten, Blumen, Präsente. Wer also sagt, ich würde so gerne Druzhba unterstützen und die sind ja toll und ich kriege ja viele Mails, ich wäre so gerne mitgekommen und auch hier auf dem Pax, oh, ich wäre gerne dabei, aber das kostet ja Geld. Ja, das kostet Geld. Und das heißt, es geht nicht um die Fahrer, wir haben uns alle finanziert, wir haben unsere Spargroschen zusammen. Aber es geht um Geschenke, um organisatorische Dinge, um Abwicklungen von anderen Sachen von Druzhba, von unserem Verein Druzhba global. Und da kann man gerne mal spenden. Und wenn es ein Euro ist und sagt, hier Druzhba, ich kann nicht mitfahren, 1 Euro für Frieden mit Russland, 10 Euro für Frieden mit Russland. Wir freuen uns über jede Spende, die da reinkommt, um solche Dinge zu machen, Geschenke mitzubringen und den Frieden mit Russland zu bewerben. Das ist es dann. Wer das also möchte, kann das gerne tun. Ja. Und das findet er wo, auf welcher Seite? Achso, das ist bei www.druzhba-global.org. www.druzhba-global.org. Könnt ihr gerne spenden, das ist eine Seite, ist alles angegeben. Man freut sich ja immer über eine kleine Unterstützung. Wir zahlen alles selbst. Unsere Reisen, die Fahrt, das Benzin, alles, die Hotels, selbst. Ja. Na, das ist dann auch bestimmt nicht so billig. Und der Euro ist im Moment nicht so gut gegenüber dem Rubel. Also du kriegst nicht mehr wie vor Jahren, das ist jetzt 50 Rubel sind 1 Euro, damals waren es dann eben 78. Ah, 78, okay. Das ist schon eine andere Hausnummer. Du zahlst also auch mittlerweile dort ein bisschen mehr. Ne? Ja, das ist ja sehr viel Information. Ich hoffe, es gibt ein paar Leute, die für euch ein bisschen was spenden und euch was Gutes tun, indem sie das tun. Und euch natürlich unterstützen für die Sache der Freundschaft. So, dann danke ich dir auf jeden Fall und freue mich. Und wünsche dir noch einen angenehmen Tag hier auf dem Pax Terra. Danke, liebe Rosalie, vielen Dank. Всего хорошего, дорогие друзья. Мы увидимся. Ну, заяц, погоди.